Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Koch- und Finanztalk. Heute bei diesem schönen Wetter, bei mir im Garten, sozusagen meiner eigenen Outdoor-Küche. Steigende Energiekosten, Knappheit von Gas und Strom. Ich glaube, das sind Themen, die bewegen heute viele Menschen. Doch was, wenn es wirklich mal zu einem Stromausfall kommt? Wie kann ich dann kochen? Zugegeben, bei einem längerfristigen Blackout haben wir noch ganz andere Herausforderungen, die wir heute wahrscheinlich noch gar nicht kennen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Aber eins lässt sich einfach beantworten. Kochen ohne Strom ist wirklich einfach. Wie das funktioniert, darum geht's heute. Heute gibt es einen Lammeintopf. Lecker mit frischen Zutaten und wirklich einfach zum Nachkochen. Und für alle Outdoor-Fans von euch, wir machen das Ganze auf offenem Feuer im gusseisernen Topf. Los geht's. Was brauchen wir alles? Natürlich das Lammfleisch. Wir brauchen als Gemüsezutaten ein bisschen Sellerie, Mohrrüben, Tomaten, Kartoffeln. Für den frischen Kick gibt es noch eine Limette. Und frisch aus dem Garten bei mir Rosmarin und Thymian dürfen auch nicht fehlen. Knoblauch natürlich auch nicht. Aber bevor es losgeht mit dem Kochen, geht's erstmal ans Schnippeln. Die Zutaten heute ergeben übrigens einen schönen Eintopf für 2 bis 3 Personen. Nicht zu fein, denn das Gericht schmort ja eine ganze Weile und sonst verkocht uns das Gemüse. Ach, und natürlich die wichtigste Zutat für jedes Essen: Macht das Ganze mit viel Liebe. Dann schmeckt es auch noch besser. So, unsere Glut ist jetzt gut vorbereitet. Ich habe jetzt schon mal den Topf aufgestellt. Dann braten wir jetzt nämlich als allererstes unsere Zwiebeln an. Das geht ruckzuck bei der Hitze. Passt auf, euch nicht zu verbrennen. Die Zwiebeln nur schon mal leicht anbraten. Und dann geben wir jetzt gleich noch das restliche Wurzelgemüse mit dazu. Und das lassen wir schon mal auf offener Flamme vor sich hin köcheln. Als nächstes kommen unsere Kartoffeln dran. Ich habe kleine Drillinge genommen. Die sind nicht so groß, die sind ganz praktisch. Die braucht ihr eigentlich nur einmal zu halbieren. Unsere Gewürze, die dürfen wir gleich nicht vergessen. Rosmarin und Thymian, die geben wir einfach so in den Topf mit rein. Dann habe ich noch 2 Lorbeerblätter, etwas glatte Petersilie, die einfach nur grob schneiden. Die Stiele braucht ihr übrigens nicht wegzuschmeißen bei so einem Schmorgericht. Die geben nämlich auch noch ordentlichen Geschmack ab und das macht sich immer sehr gut. Kommen wir zum Fleisch. Auch das schneiden wir in grobe Stücke. Ich habe hier Lammhüfte genommen, weil die schön durchwachsen ist. Macht euch keine Gedanken, wenn da eventuell irgendwelche Sehnen drin sind. Durch Schmoren werden die butterweich. Ungefähr diese Stärke ist ganz gut. Dann habe ich noch Lammrücken. Der ist ein bisschen feiner. Gibt halt nochmal zusätzlich einen sehr schönen Geschmack ab. Achtet nur darauf, dass wenn ihr Fleisch nehmt, dass es nicht zu mager ist. Sonst gibt es am Ende nur eine ganz trockene Geschichte und das wollen wir ja nicht. Aber so die Mischung ist ganz gut. Fleisch ist vorbereitet, die Kartoffeln sind vorbereitet. Die Wespen, die verziehen sich hoffentlich gleich. Gucken wir mal, was unser Eintopf bis jetzt macht. Er raucht und qualmt, das ist aber nicht schlimm. Im Endergebnis sieht das alles schon sehr gut aus bis hierhin. Das Gemüse hat schon Farbe angenommen. Die Glut ist jetzt richtig schön heiß. Das sieht gut aus. 4 schöne aromatische Tomaten. Die Tomaten einfach vierteln, den grünen Strunk entfernen, den bitte nicht mitverwenden und dann einfach nochmal halbieren oder dritteln, sodass die Stücke nicht zu groß sind. Und jetzt gebe ich einen guten Esslöffel Tomatenmark dazu. Gut verteilen. Der darf jetzt mit anrösten. Das löschen wir jetzt mit unserem Rotwein ab.
wie das duftet. Hervorragend. Jetzt geben wir die Kartoffeln dazu. Schön in dem Sud verteilen, einmal umrühren. Jetzt noch die Tomaten. Und unsere Gewürze. Ich packe noch eine aufgeschnittene frische Knoblauchknolle mit da rein. Ein paar Wacholderbeeren. Etwas Kreuzkümmel noch oben drauf. Das passt immer hervorragend zum Lamm und gibt dem Ganzen eine etwas orientalische Note. Last but not least packen wir jetzt unser Lamm oben drauf. Packen noch einen Teelöffel Salz bei. Und ich habe vorhin vom Frische-Kick gesprochen, ne? Also etwas Limettenabrieb. Und ich finde es immer ganz gut, nicht nur den Abrieb, sondern auch den Saft. So vor ungefähr einer halben Limette. Den geben wir jetzt mit dazu. Rühren wir das nochmal schön durch. Pfeffer haben wir noch vergessen. Der darf natürlich nicht fehlen bei so einem Essen. Zu guter Letzt ungefähr einen halben Liter Fond noch aufgießen. Ich habe hier Lammfond. Wer mag, kann aber auch Gemüsefond nehmen. Das funktioniert genauso. Deckel drauf. Und jetzt lassen wir das Ganze schön vor sich hinschmoren. So, es ist vollbracht. Unser Lammeintopf ist fertig. Und er duftet wirklich köstlich. Dann lass uns da gleich mal eine schöne Portion von probieren. Halt. Köstlich. Und damit viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Carsten.